Hallo und herzlich willkommen zurück bei Destiny 2, der Kampagne. Ja, na, schau mal einer an. Du hast dein Licht wieder. Ich weiß nicht, wie du es angestellt hast, aber ich freue mich. Wir werden es brauchen. Hier draußen sind viel mehr Überlebende und sie brauchen deine Hilfe. Alle sollten wissen, dass die Farm sicher ist. Ich habe vor ein paar Stunden einen Freund in die ETZ geschickt, um ein Comm-Netzwerk aufzubauen. Er heißt Devrim Kay. Cooler Typ. Guter Schütze. Das habe ich niemals gesagt. Tu mir doch bitte einen Gefallen und geh ihm zur Hand. Ach ja, jetzt lernen wir eigentlich als Devrim kennen. Natürlich machen wir das. Legendäre Bruchstücke, was ist das? Ach, das sind so legendäre Sachen wahrscheinlich dann. Ach, das sind so die Anfangsdinger wahrscheinlich. Gut, wir gehen dann zu Devrim. Das muss ich unbedingt Devrim erzählen. Okay, wir landen also direkt im Trostland. Da waren wir schon öfter. Würde ich mal behaupten. Wir haben ihm jetzt schon aber gut geholfen. Ah, das ist ein bisschen schade. Also ich würde persönlich sagen, dass die erste Kampagne verpflichtend sein sollte. Also so persönlich. Also ist jetzt mein persönlicher Geschmack. Einfach deswegen, weil sie so viel erklärt. Was passiert ist. Absturz und alles. Huch. Der Sound ist aber laut. Und das Schiff ist groß. Boah, ich kann es kaum. Also, ich sehe keine Berge mehr. So viel Schiff sehe ich. Ich hab einen Bock. Ach, da ist es ja. Da hatte Verspätung heute. Da wären wir. Dann auf zu Devrim. Hier kennen wir uns ja schon aus. Ich hoffe, der sagt uns gleich, ja, mal alles geklärt, ey, immer. Aber jetzt erklärt sich das natürlich auch mit der europäischen Todeszone und sowas. Willkommen zurück. Dieses Mal habe ich dir Tee gemacht, aber leider schon selbst getrunken. Sei das nächste Mal schneller. Okay, das Signal. Während du mit den Gefallenen gerauft hast, hatten wir hier Probleme. Hawthorne hat das letzte Relais auf dem Berg über den Salzminen platziert. Doch selbst aus dieser Höhe haben wir nicht die erwartete Reichweite. Irgendwie seltsam. Aber dieser Signalverstärker sollte das Problem lösen. Wir müssen ihn ihr nur bringen. Todeszone im wahrsten Sinne. Okay. Das ist die Aufgabe. Ach, guck mal, ich kann bei Devrim erstmal ordentlich Punkte. Oh, ich habe Minimum Distanz bekommen. Schön. Schön, 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 schön. Und ein Abzeichen. Wisst ihr was? Geh sorgfältig damit um. Wir nehmen die einfach mit. Was ist dieses Minimum Distanz? Das ist eine legendäre Pistole. Hörst du das? Keine exotische. Feinde besiegt. Kann man einschalten. Erster Schuss. Schöne Waffe. Kann ich aber so nicht gebrauchen, leider. Sorry. Okay, wir machen natürlich die Hauptmission. Verbrennung abgeschlossen. Ja. Ah, jetzt kommen wir in die Zone. In das Eigentliche. Ja, also sowas wie jetzt, Devrim Kay kennt man und er begrüßt dann halt auch einen so, ja, wir kennen uns ja schon. Ja, aber die Welt, also diese Welt, wo wir sind, die ist ja eigentlich besetzt mit Zeug. Okay. Das war's? Nimm das. Lass mich in Ruhe. So. Tschüss. Hier ist eine Vandale. Okay, wir kommen hier rum. Weißt du was? Ich kümmere mich jetzt mal gerade mal nicht so viel um Kleinkram, Anführungsstrichen. Wir haben ja die Fähigkeiten. Ich sitze immer noch hier oben auf dem Berg mit diesem kaputten Kommunikationsrelais. Wo ist der Signalverstärker? Unser neuer Hüterfreund ist auf dem Weg. Ich bin zu alt, um hinter dir herzuräumen, Soraya. Na, endlich gibt er mal zu, dass er alt ist. Da habe ich einmal Mist gebaut und du hältst es mir immer noch vor. Oh, das war mehr als nur einmal.
Wegen dir habe ich graue Haare. Ja, ja, red nur weiter, alter Knacker. Was? Ciao. Bockt mich nicht mehr. Und gleich kann ich das nächste Ding verwenden. Boom. Für eine Patrone noch wechseln. Geh mir nicht auf die Nerven. Danke. Einmal ins Gesicht und nochmal ins Gesicht. Eigentlich sollte man nicht ins Gesicht. Sollte uns zum oberen Teil der Minen bringen. Oh, kennen wir das nicht schon? Der fällt nämlich jetzt runter wie ein Stein. Ich weiß nicht, ob wir den zusammen gemacht haben oder ob ich den nicht mal gemacht habe. Diese Mission. Wir müssen auf anderem Weg rauf zu Hawthorne. Doch. Die habe ich mal alleine gemacht. Die Gefallenen sind ausgezeichnete Plünderer. Die werden um alles kämpfen, was sie in ihre schmierigen Krallen bekommen. Tatsächlich ist es eine Mission, die ich mal alleine gemacht habe. Ich hatte kurz aufgenommen, weil ich auf einmal gemerkt habe, so huch, wäre vielleicht doch ganz sinnvoll. Und dann habe ich gemerkt, nee, das ist nur so was nennt man das, Daily wahrscheinlich oder so. Und dann habe ich gedacht, na, vielleicht brauche ich das gar nicht. Okay, jetzt habe ich ihn. Meine Güte, hat es lang gedauert. Huch, ich hätte den einfach so töten können. Also wie gesagt, also ein bisschen weiß ich, was jetzt gleich passieren wird. Das ist aber, ja, nicht wirklich überraschend. Ich frage mich nur, ob wir hier nicht zu weit wären. Also ob wir nicht noch schon ein bisschen, nee, können wir nicht gemacht haben. Geht ja gar nicht. Ey, komm, geh mir nicht auf den Zeiger, ja? So. Geh wandern. Och, der blöde Vandale. Armer Fallens hier, Sicht, Allah. So. So, wir müssen nämlich weiter runter. Oh ja, das kann Peng machen. Das macht ganz viel Spaß. Schwere Munition ist zwar voll, aber nicht die andere. Aber ihr seht ja, wir haben es ganz gut hinbekommen. Okay. Ich komme ja schon. Kumpel. So, jetzt bist du weg. Ich hatte schon schwerere Gegner als euch. Genau, hier geht's auch noch irgendwo. Ne, hier müssen wir langsam. Genau, hier müssen wir lang. Ah, es wird dich freuen zu hören, dass die Gefallenen die Mine zu verlassen scheinen. Du hast wohl ordentlich im Hornissennest rumgestochert. Man muss nur ein bisschen aufpassen, damit die Dinger nicht angehen. Okay, passt. Oh ja. Ich erinnere mich. Schwer ist es nicht, aber es ist nervig. Ihr seid gut. Fast so gut wie Louis. Was? Armer Louis. Das. Der Aufzug funktioniert nicht. Der Strom ist wohl aus. Jetzt kommen Servitoren. Das ist so. Und die Gefallenen sind sauer. Ja, das können sie ja gerne sein. Da kann ich jetzt auch nicht helfen. Ich bräuchte die Munition, genau. Damit ich ein bisschen aushelfen kann. Oh, da oben ist noch ein Servitor. Na komm, hör doch auf mich zu beschießen hier, hör mal. Weißt du was?
Da. Da war mal ein Servitor. So. Sowas geht mir nicht auf die Nerven. Ihr wollt immer diese Sonderbehandlungen haben. Wo sind denn noch welche? So, der kriegt einmal eine Scheibe auf den Kopf. Und wo ist noch einer? Da Mist. Ah, da oben. Alles klar. Ich will den Servitor haben. Komm, geh mir nicht auf die Zeige. Scheint alles Taco zu sein. Das nächste, sind das Bomben, oder was? Wollen die uns in die Luft sprengen, Herr Hammer? Oh. Immer anders so. Hat ausgereicht, hat ausgereicht. Das macht gleich Peng und dann ist gut. Es hat geklappt. Den Servitor zu erledigen, hat den Strom wieder angestellt. Sehr schön. Gut gemacht. Vielleicht bekomme ich dann ja irgendwann meinen Verstärker. Was für ein Verstärker, hey? Ah, Mist. Hey, komm mal. Komm mal. Ja, danke. Okay, weg hier. Ich lade diese Superattacke auf. Genau, die muss dann nicht mehr laden. Ah, guck mal, da hinten ist halt noch so ein Servitor. Was? Den habe ich echt verfehlt. Den habe ich auch verfehlt. Nee, diesmal habe ich hat er gesessen. Aber da hat's andere gefetzt. Ach, schade. Hätte ich auch anders machen können. Ungefähr so. Da muss ich echt ärgern, oder? Tschüss. Ach, die fliegen mit hoch. Moin. Das Problem ist halt die Munition, ne? Den hat's aber nochmal getroffen. Jetzt sind wir oben. Ich bekomme ja keine Munition halt währenddessen, ne? Okay. Dann raus hier. Wird langsam Zeit. Hawthorne, wir sind aus der Mine raus und auf dem Weg zu dir. Beeilt euch, dann können wir das Kommunikationsnetzwerk zum Laufen bringen. Und, danke für die Hilfe. Du bist gar nicht so übel für einen Schickimicki-Hüter. Das ist wohl das Netteste, was ich jemals aus Urayas Mund gehört habe. Eine echte Seltenheit, mein Lieber. Unter uns? Ich habe eine Sache nicht verstanden. Warum ist sie hier, wenn sie gesagt hat, sie muss sich um ihr Volk kümmern? Also um die Leute kümmern. Das habe ich nicht ganz gecheckt. Deswegen glaube ich habe irgendwas verpasst. Du hast es geschafft. Da schuldet Luis mir wohl Geld. Okay. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, da kommt ein Signal rein. Hüter, die Stadt ist verloren. Sollte im System noch Licht übrig sein, treffen wir uns auf Titan. Seid stark. Hüter, die Stadt ist verloren. Zavala lebt noch? Wenn wir jetzt aufbrechen? Keiner geht nach Titan. Flüchtlinge sind auf dem Weg hierher. Die Rotlegion ist auf der einen Seite, die Gefallenen auf der anderen. Aber wir haben unsere Kräfte zurück. Und wenn wir die Stadt zurückerobern... Deine Stadt ist weg. Wir kommen zurück. Und zwar nicht allein. Du weißt, wo du mich findest. Dann auf nach Titan zu Zavala. Der macht da anscheinend seinen Urlaub, seinen Sommerurlaub. So wie ich verstanden habe. Oder so.
schließe die Mission Verbrennung ab. Oh. Du würdest uns beiden Zeit sparen, wenn du das hier beenden würdest. Für jemanden, der sich Sprecher nennt, hast du sehr wenig zu sagen. Offensichtlich konnte einer deiner Hüter sein Licht zurückerlangen. Du sagst, du hast keine Macht über den Reisenden und jetzt... das. Erkläre es mir, Sprecher. Das Licht lebt überall. In allen Dingen. Du kannst es aufhalten. Versuchen, es einzufangen. Doch das Licht findet seinen Weg. Und der Reisende wird sich schützen. Der Reisende. Jahrelang untersuchte ich ihn. Die Welten, die er berührte. Seine Macht über Leben und Tod. Wir sind nicht allzu verschieden, dein Reisender und ich. Du hast nichts mit dem Reisenden gemein. Nichts. Du denkst, du hast Macht, Kontrolle. Ich kenne Leute wie dich. Jemand wie du fängt klein an und wird klein enden. Wenn der Reisende wirklich selbst die Menschheit auserwählt hat, dann kann ich selbst nehmen, was mir gebührt, das Licht an mich reißen und das System in Schutt und Asche legen. Nur wer vom Reisenden auserwählt wurde, wird im Licht wiedergeboren. Ja, das weiß ich. Deshalb eroberte ich deinen Planeten und ließ dich bisher am Leben. Der Reisende wird mich auserwählen, Sprecher. Und du wirst mir sagen, wie. Das, man kann es sich nicht aussuchen. Das ist ja das Krasse eigentlich dran. Ne? Man kann es sich nicht aussuchen, ja, wer zum Hüter dann wird. Was ist denn jetzt passiert? Irgendwas habe ich bekommen, oder was? Oh, viele Zeichen wieder bekommen, ein Schiffchen bekommen. Triumphe. Ah, sehr gut. Triumphe abgeschlossen. Triumphe sind Erfolge, die durch das Spielen von Destiny erhält. Danke. Danke. Schließe alle aufgelisteten Triumphe. Okay. Hab kein Triumph abgeschlossen. Okay, das wird noch lustig. Unvollständig. Schließe die entsprechende Plakette mit Samana, um diesen Trumpf zu erhalten. Exotische rote Schlacht. Okay. Da kann man noch, glaube ich, einiges machen. Okay, gut. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, jetzt mit der nächsten Mission zu beginnen, oder? Die nächste Mission ist auf Titan. Titan kennen wir ja schon ein bisschen. Exodus-Vorbereitungen. Ich würde dieses Mal die Folge ein bisschen kürzer machen und würde sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Von daher vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf dann. Ciao, ciao.